Das Wort hat nun Uwe Schummer für die CDU-CSU-Fraktion. Verehrtes Präsidium, meine Damen, meine Herren, zunächst einmal eine gute, eine gemeinsame Botschaft dieser Berufsbildungsdebatte hier im Haus. Es ist, glaube ich, die erste, also seit 2002, seitdem ich hier im Bundestag bin, in der von Seiten der Oppositionsfraktionen nicht der Begriff und das Konzept der Ausbildungsplatzabgabe gefordert wird. Also von daher kann ich nur feststellen, wenn das so weitergeht, auch Sie sind lernfähig, und das nehmen wir mit vieler Freude und mit Optimismus zur Kenntnis. Und dass wir die Botschaft des Berufsbildungsberichtes auch aufgreifen und sagen, das duale System ist aus der Ecke, aus der benachteiligten Ecke in der Europäischen Union, wo eben in der Anerkennungsrichtlinie die duale Ausbildung negativ bewertet wurde, auch dank Annette Schavan herausgeholt worden. Heute ist die duale Ausbildung, wie sie in Deutschland existiert, ein Vorbild im europäischen Bildungsraum als auch auf der globalen Ebene, in dem jetzt der Bachelor mit dem Meister und dem Techniker als Weiterbildungsberufe gleichgestellt wurden. Und auch in der Beratung des europäischen Bildungsraumes wollen wir dafür sorgen, dass eben Abitur auf der einen Seite, aber auch qualifizierte Ausbildungsberufe wie Mechatroniker auf der anderen Seite gleichwertig aufgestellt sind. Das sind unsere Maßnahmen. Das heißt, duale Ausbildung ist heute ein Vorbild, und das hat sich auch in Brüssel herumgesprochen. Und der Stellenwert in Deutschland und die Akzeptanz bei den Unternehmen zeigt, dass die Arbeitslosigkeit in der Gruppe der Ungelernten bei 30% liegt, dass die Arbeitslosigkeit bei denen, die eine duale Ausbildung absolviert haben, bei 4,9% liegt und die Arbeitslosigkeit bei denen, die einen Hochschulabschluss haben, in Deutschland bei 3,2% liegt und die Arbeitslosigkeit bei denen, die eine duale Weiterbildung absolviert haben, wie Meister, wie Techniker, bei 2,8%. Das heißt, es zeigt die hohe Akzeptanz und auch die hohe Bildungsrendite, die mit der dualen Ausbildung einhergeht. Und wir wissen, gut fördert, wer früh fördert, und viele Themen, die wir seit einigen Jahren hier gehört haben, auch von meinem geschätzten Kollegen Willy Brase. Aber viele Themen sind wir angegangen. Heute ist es eben so, dass wir ein Bildungspaket aufgelegt haben, um besonders die 2,5 Millionen Kinder und Jugendlichen zu fördern, die aus Familien kommen, die eben diese Förderung nicht so geben können. Mit Schulstarterpaket, mit Schulspeisung, mit auch unterstützendem Unterricht und weiteren Maßnahmen nehmen wir richtig Geld in die Hand, um über die Kommunen eine solche Förderung frühzeitig zu starten und damit Sozialkarrieren von Generation zu Generation zu unterbinden und Ausstieg aus Hartz IV und Aufstieg durch Bildung zu organisieren. Wir sind die Koalition christlich-liberal, die dieses Thema massiv in die Hand genommen haben. Und das müssen wir feststellen, die wir leidend vom Niederrhein bei Düsseldorf kommen. Nachdem der Bund Essen für die Schulspeisung für hilfebedürftige Familien und deren Kinder und Jugendliche mobilisiert hat, streicht die rot-grüne Landesregierung bei der Schulspeisung für hilfebedürftige Menschen 51 Millionen Euro ersatzlos. Ersatzlos. Das heißt, wir geben das Geld, das ist Ihre Doppelstrategie, in Berlin fordern und in Düsseldorf, wo Sie regieren, einstreichen. Ersatzlos. Und das ist eine Debatte, eine Doppelstrategie. Also als Opposition den Lautsprecher machen und in der Regierung als Leisetreter sich aus dem Staube machen. Das ist Ihre Mentalität, Herr Schulz. Und das erleben wir nicht nur in Düsseldorf, das erleben wir, Herr Schulz, auch hier in Berlin. Und gut fördert, wer systematisch fördert. Und deshalb die Bildungsketten. Und so ist ja immerhin ein Zeitpunkt, an dem wir sagen können, ich weiß, Herr Kollege Oppermann, dass Sie mir mehr Redezeit gönnen. Aber ich komme mit meiner Redezeit aus. Vielen Dank für Ihr Angebot. Und dass wir über die Ausbildungsketten endlich mal eine systematische Förderung organisieren, aus der Schule in den Beruf. Das ist natürlich eine Motivation in zweierlei Hinsicht. Zum einen, dass der Jugendliche in der Schule eben merkt, er hat eine Perspektive in einer berufsqualifizierenden Maßnahme. Er wird nicht harzer und er wird dann auch in der Schule stärkere Anstrengungen unternehmen, um den Abschluss zu vollbringen. Und wir müssen auch gemeinsam organisieren, dass letztendlich dann bei den Auszubildenden
auch die Abbrecherquote von derzeit 22% absinkt. Und die Hälfte derer, die abbricht, bricht deshalb ab, weil sie den falschen Beruf oder den falschen Betrieb gefunden hat. Und deshalb sind Ausbildungsketten ein systematischer Übergang zur beruflichen Qualifizierung bitter notwendig. Also wir fördern frühzeitig mit dem Bildungspaket, wir fördern systematisch mit den Bildungsketten. Und ich denke, das ist auch die Botschaft des Berufsbildungsberichtes, die wir gemeinsam unterstützen sollten.